Kreisentscheid des Leistungsflügens im Landkreis Diepholz. Es geht hier um Folgendes: Junge Landwirte im dritten Lehrjahr sollen ein Gefühl für den Boden, den sie vielleicht Zeit ihres Lebens als Unternehmer bewirtschaften sollen, entwickeln. Und dazu brauchen sie unbedingt Fachkenntnisse, um solche Flüge einzustellen. Und müssen aber nicht nur das technische Wissen haben, sondern die Einstellungsmöglichkeit des Fluges müssen sie auf dem Boden abstimmen. Ziel des Wettbewerbes ist, dass jeder Quadratzentimeter Fläche, der ihnen wettbewerbsmäßig zur Verfügung gestellt worden ist, durchgeflügt ist. Und sie müssen in einer vorgegebenen Tiefe arbeiten, die in einem gewissen Toleranzbereich dann aber auch variieren darf, aber nicht darüber hinaus. Und dazu sind zahlreiche Messvorgänge notwendig. Das heißt, der Schlepperfahrer oder die Fahrerin muss auch absteigen, denn sie soll dort, wo sie gestartet ist, auch wieder landen. Das Schwerste an dieser Art des Flugens ist, dass mit einem Drehflug, Sie sehen hier oben Schare und unten Schare, durch Drehen des Fluges wird die nächste Furche dann in Angriff genommen. Beim Wettbewerb mit den Drehflügen muss zwingend ein Keil geflügt werden. Das heißt, wenn ich das zeigen darf, eine gerade Furche trifft auf eine schräge Furche. Das ist ein erhöhter Arbeitsaufwand, erfordert eine ganze Menge Feeling und ist teilweise durch die Lage der Fläche natürlich gegeben. Denn nicht jede Fläche ist so rechteckig wie ein Schuhkarton. Also muss man auch solche Flächen beherrschen. Wir fangen jetzt mit dem ersten Platz an, weil die Ehre dem gebührt, der sich das beste Geschenk aussuchen darf. Einschätzung gar nicht schlecht. Pius Rasse. Erster Platz. Zweiter Platz. Nee, fass nicht auf Fänger raus. Steffen Dreier. So, Hendrik, freut mich natürlich, dass aus meiner Heimatortschaft einer von den ersten dreien ist. Hendrik, dritter Platz, Kreisleistungsflug 2019. Glückwunsch!